Hallo, meine liebe Waage, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Jänner. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Jänner für dich hat. Meine liebe Waage, wir starten wie immer beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des Jänner auflösen kannst und dann schauen wir noch in zwei Lebensbereiche. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist, den lässt du dann bitte dementsprechend einfach ziehen. Natürlich schauen wir auch auf Themen, die nicht so angenehm sind, aber ein unangenehmes Gefühl soll einen Kartenlegung niemals hinterlassen. Ja? Wir schauen uns Tendenzen an, das bedeutet, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, nichts hiervon muss zwingend eintreffen und manchmal bereitet das Universum auch auf Situationen vor, in denen man dann prophylaktisch handeln kann. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt beim Monatsanfang. Hier sehe ich, dass du irgendeine Schwierigkeit vorab erkennst. Ja, diese Energie kann durchaus noch in den Dezember hinein reichen. Irgendetwas erkennst du hier, ja, du, vielleicht auch eine Art Stolperfalle. Ja, das muss jetzt nicht sein, dass hier jemand irgendetwas im Schilde führt, vielleicht auch irgendetwas, wo du dir selbst im Weg stehst. Ja, also du räumst hier irgendein Hindernis aus dem Weg, kurz gesagt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, also das ist eine wirklich enorm kraftvolle Legung, meine liebe Waage. Das kann ich dir auch schon vorab verraten. Ich sehe, dass dir hier die Aussagen einer bestimmten Person im Kopf herumgeistern. Ja, Aussagen, die in dir Zweifel geschürt haben. Ja, und das ist dir auch gleich ganz wichtig, dass du hierüber reflektierst, ob das Gesagte denn wirklich der Wahrheit entspricht. Denn ich sehe das hier schon so, dass du hier irgendetwas vorhast. Also vielleicht geht es hier um ein bestimmtes Vorhaben im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Vielleicht geht es um die Berufung, um die Bestimmung und jemand äußert sich hier sehr kritisch oder äußert sich generell dir gegenüber kritisch, was dazu führt, dass du hier aktuell ein bisschen langsamer vorankommst, weil das natürlich auch, denke ich, bei einigen ja verletzend ankommt, was absolut verständlich ist. Also hier ist es gleich wichtig zu reflektieren. Das heißt nicht, dass diese Person hier zwingend ein bösartiger Mensch sein muss. Das kann auch einfach eine Person sein, die vielleicht tendenziell eher zuerst redet und dann nachdenkt, ja. Deshalb hier gleich ganz wichtig anzusetzen, meine liebe Waage, also das meiste, was sie gesagt hat, hat mit der Wahrheit nicht wirklich viel oder mit der Realität nicht wirklich viel zu tun. Wir gehen jetzt noch in die Außenschau, also wie deine Situation von außen betrachtet aussieht, um uns hier noch einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehe ich, es geht hier gerade zum Monatsanfang darum, einiges abzuschließen oder eine ganz konkrete Sache. Das kann hier auch zusammenhängen mit diesem Hindernis, das du hier aus dem Weg räumst, ja. Da das hier der Raum der Gegenwart ist, kann das bei manchen schon geschehen sein oder eben in den nächsten Stunden oder wenigen Tagen anstehen. Ja, irgendjemand unterstützt dich hier, eine bestimmte Sache abzuschließen.
oder eben vielleicht auch mehrere Dinge abzuschließen. Und es kann auch sein, dass das Universum sich hier zu Wort meldet, ja, und dich hier informiert, dass dir Zeichen gesendet werden. Also, dass es wichtig ist, Augen und Ohren offen zu halten, ja. Also jetzt nicht nur für Synchronizitäten, ja, das sage ich immer gerne als Beispiel, weil wir hier auch einen Engelszahlenzyklus im Deck haben, also Doppelt- und Dreifachzahlen, beziehungsweise bestimmte Uhrzeiten. Es können auch ganz konkrete Hinweise sein, wie beispielsweise, dass ein Windstoß dir ein bestimmtes Dokument vor die Füße weht, ja, und du dann irgendetwas hierauf erkennst. Ja, also sowas kann es natürlich auch sein, also ganz greifbar. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal direkt in die Blockaden, die sich hier zeigen. Vielleicht treffen wir diese Blockaden noch im Laufe der Legung noch einmal an. Kann sein, muss aber nicht. Das sind hier alles Themen, die aufgelöst werden möchten. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt im Umfeld. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat oder eben mit einer ganz bestimmten Person. Die anderen beiden Positionen lasse ich immer offen. Und hier sehe ich, dass du hier irgendetwas, also ich sehe diese Blockade hier auch für viele mehrfach besetzt oder mehrfach belegt, ja, dass sich dieses Thema hier mehrfach zeigen wird. Es geht sehr viel um Kommunikation im kommenden Monat, meine liebe Waage. Kommunikation, die dazu führt, dass sich Schwierigkeiten auflösen. Ich sehe hier aber auch eben, was hier blockierend wirkt aktuell, sind die Aussagen dieser Person, ja, die hier Zweifel schüren. Also sehe ich das auch hier. Ich sehe aber auch, dass du es mit Personen zu tun hast, die zur richtigen Zeit die richtigen Worte für dich parat haben, ja, wo sich bestimmte Schwierigkeiten plötzlich in Luft auflösen sollen. Ja. Also das ist hier, man kann hier nicht wirklich aktiv dazu beitragen, dass sich das hier löst. Das wird sich hier tendenziell bei den meisten von selbst zeigen. Also, dass du hier auf irgendetwas aufmerksam gemacht wirst beispielsweise. Oder dass du hier irgendein Gespräch führst, wo die Person dann etwas sagt und du dann bei einem anderen Thema, ja, irgendein Satz fällt oder ein Wort oder eine Phrase und es dann plötzlich Klick macht bei einem anderen Thema, ja, das kann hier natürlich auch sein. Und das kann sich hier mehrfach zeigen, ja, also im Laufe des Jänner geht es hier wirklich sehr stark darum, dass sich hier einiges auflösen soll an Schwierigkeiten. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ich sehe hier zentral, also für manche kann es hier tatsächlich, also wenn du dir diese Karte ansiehst, kann es hier tatsächlich um die Liebe gehen, die hier zum Monatsanfang noch blockiert ist. Das kann hier eine Partnerschaft betreffen, die bereits besteht, also wo hier vielleicht irgendetwas, ja, in eine Schieflage geraten ist, wo man eben auch dementsprechend auch miteinander sprechen sollte. Es kann auch eine Freundschaft betreffen. Es kann aber auch sein, dass hier etwas Neues eben ansteht. Ja, also wenn das eine bestehende Partnerschaft ist oder Freundschaft oder mit der Familie zu tun hat, wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld, dann geht es hier darum, dass man sich neu kennenlernt. Ganz konkret denke ich aber, dass es für viele hier entweder um eine neue Bekanntschaft geht, also eben in Sachen Liebe oder neue Freundschaft, vielleicht auch ein beruflicher Kontakt, der hier hinzukommt, wo man sich wirklich gut versteht, gut zusammenarbeiten kann. Es kann aber auch eine neue Leidenschaft sein, eine neue Tätigkeit, ja. Das ist etwas, von dem du weißt, ja, vielleicht auch ein Lebenstraum. Also das, was du hier vermisst aktuell, ja, das zeigt sich hier in den Blockaden und im Jänner stehen die Chancen sehr gut, dass diese Blockade gelöst wird. Ja, da muss noch ein bisschen was bewegt werden. Das habe ich auch schon gesehen, das kann ich dir auch schon verraten. Aber hier steht irgendetwas Großes an, ja. Auf deiner Ebene, also sehe ich hier auch, also du wünschst dir hier ruhigere Zeiten oder dass hier, ja, dass es rund läuft. Das ist hier zum Monatsanfang auch noch blockiert. Und da sehe ich, dass es hier im Laufe des Jänner auch darum geht, die Weichen so zu stellen, dass die Dinge dementsprechend rund laufen.
Ja, dann schauen wir doch mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Wir sehen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Es kann durchaus sein, dass sich die Drittel ein bisschen verschieben. Ja, also das eine vielleicht ein bisschen länger dauert als die anderen. Im Einzelfall können sie sich auch vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab und für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Ja, dann starten wir doch mal direkt hier im ersten Monatsdrittel. Und ich sehe hier, geht es um gewisse, ja, ich sehe eine herausfordernde Situation, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Also irgendetwas verläuft hier in eine Sackgasse. Das könnte jetzt eben auch diese Angelegenheit hier sein. Wo ich aber auch sehe, das ist für dich gut, dass das nicht funktioniert. Ja, also ich kann es jetzt nur so weitergeben, wie es sich hier zeigt. Irgendetwas verläuft in eine Sackgasse und das soll auch so sein. Auf lange Sicht gesehen, ist das wirklich ist das das Beste, was dir passieren kann. Ja, also so zeigt es sich hier. Ich sehe hier auch, meine liebe Waage, dass dich hier irgendetwas, ja, dass du dich hier von irgendetwas erdrückt fühlst oder von jemandem. Natürlich kann das hier auch ein gesundheitliches Thema sein, da wie immer mein Einwurf, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt einen Arztbesuch ersetzen. Diese Themen zeigen sich lediglich immer wieder gerne in den Legungen, dann spreche ich es auch an. Ich glaube aber, hier geht es um eine bestimmte Person, wenn ich mir das Gesamtbild so ansehe, ja. Wo hier irgendetwas, also oder wo du hier einfach merkst, so geht es nicht weiter im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Und da haben wir jetzt hier eine sehr interessante Meldung, denn durch eine dir nahestehende Person, ja, das kann natürlich auch eine neue Bekanntschaft sein. Also der Jänner wird wirklich spannend, meine liebe Waage. Ich glaube aber, für die meisten ist das hier eine Person, die du schon länger kennst. Das ist jemand, dem du vertraust. Das sehe ich hier komplett geschlechtsneutral. Vielleicht eben wirklich jemand aus dem privaten Umfeld, also Familie, Freunde oder eben vielleicht geht es hier um eine bestehende Partnerschaft. Jemand aus deinem engeren Kreis verhilft dir hier zu einem Neubeginn oder unterstützt dich bei einem Neubeginn. Und das sehe ich eben auch hier, die Energie der Außenschau hier im ersten Monatsdrittel, dass es hier um ein zwischenmenschliches Kapitel geht, das abgeschlossen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hier der ein oder andere auch begrüßt, dass diese Sache dem Ende zugeht, was auch immer das ist. Also vielleicht hat dich hier auch jemand hintergangen, oder ist nicht sonderlich vertrauenswürdig, ja, oder nicht wirklich verlässlich. Das kann hier auch sein. Also hier steht alles auf Neuanfang. Hier liegt, wie gesagt, auch der Phönix und der Phönix ist auch immer ein Hinweis auf einen Teufelskreis, den man hier mit durchbrechen kann in dieser Aufwärtsenergie, die sich hier eben auch zeigt. Ja, also du verlässt hier eine unangenehme Situation oder du schließt hier eine unangenehme Situation ab. Und da sich hier der Phönix zeigt, ist es sehr gut möglich, dass du ähnliche Situationen in deinem Leben bereits erlebt hast. Und da ist es dann immer wichtig, darüber zu reflektieren, ja, wie hast du dich in diesen Situationen verhalten? Denn wenn sich das hier so zeigt, dann wirst du hier vermutlich erkennen, dass sich bestimmte Parallelen zeigen, ja, oder dass du hier an einem bestimmten Punkt immer ähnlich oder gleich gehandelt hast. Und genau hier kannst du dann erkennen, wie du diesen Teufelskreis durchbrichst, ja, indem du hier auch erkennst, was kannst du anders machen, ja, das ist immer entscheidend, was könnte man anders machen, was könnte man denn verbessern. Also es geht hier nicht um Schuld, sondern einfach den eigenen Anteil an einer bestimmten Situation zu erkennen und dann eben auch zu erkennen, ich kann hier etwas machen. Ja, dann schauen wir mal weiter in die Monatsmitte. Und da sagt das Universum gleich, meine liebe Waage, das könnte hier herausfordernd werden in der Monatsmitte. Da kann es sein,
dass du hier vielleicht auch ein bisschen gereizter bist als üblich oder dass du hier mit jemandem zu tun hast, der mit einer Person, die gerne auf die roten Knöpfe drückt oder dass sich hier bestimmte Situationen zeigen, wo du Gefahr läufst, sehr Hals über Kopf zu reagieren. Also es geht hier um das Thema Kurzschlussreaktionen, wo das Universum sagt, wirklich wichtig in der Monatsmitte, lass dich zu nichts drängen, lass dich auch zu keiner Kurzschlussreaktion treiben, schau dir alle Verträge genau an, wenn es hier um etwas Vertragliches geht, also nur mein Beispiel zu nennen, denn es kann hier auch im Kleingedruckten irgendetwas enthalten sein, das dir nicht so zusagt, auch wenn es hier vielleicht um gute Freunde geht und gerade wenn es um gute Freunde geht oder um Menschen, mit denen du privat zu tun hast, wie beispielsweise Familienmitglieder, ist es immer wichtig, wirklich ganz exakt noch einmal nachzusehen, denn das kann sich natürlich auch sehr belastend auf die Verbindung auswirken, wenn man hier dann zusagt und irgendeinen bestimmten Punkt überlesen hat, ja, also nur um ein Beispiel zu nennen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier jemand bei dir wirklich auf die roten Knöpfe drückt und das Universum sagt, bitte, bitte schlaf eine Nacht darüber, bevor du reagierst oder vielleicht wird dir hier auch ein sehr vielversprechendes Angebot unterbreitet und es ist trotzdem wichtig, noch ein bisschen darüber nachzudenken. Also gib dir hier unbedingt Zeit. Ja, das soll sich auch bezahlt machen, auf lange Sicht gesehen. Schauen wir mal weiter. Ich sehe, dass hier etwas hereinkommt. Ja, also das kann hier durchaus ein finanzieller Eingang sein, der diese Karte auch mit den Finanzen ganz direkt zu tun hat. Irgendein größerer Eingang sogar, also der dich hier auch flexibel macht. Es kann auch sein, dass du hier irgendwo anders handelst, also eben auch diesen Teufelskreis mit durchbrichst und sich hier dann auch eine Möglichkeit zeigt oder hier bestimmte Weichen gestellt werden, dass hier ein Eingang angekündigt wird. Ja, also eine Möglichkeit, wo hier viel für dich hereinkommen kann oder wo sich hier etwas sehr Wertvolles für dich ergeben kann. Ja, da kann es auch eben um die Berufung gehen, um die Bestimmung, die nicht zwingend mit Finanzen zu tun haben muss. Und dann haben wir noch hier etwas in der Monatsmitte liegen im Umfeld und hier habe ich den Hinweis, da geht es eben auch um diese Blockade hier, dass du hier eine ganz wichtige Information erhalten wirst von einer bestimmten Person. Das kann jetzt sein, dass es hier vielleicht auch um eine professionelle Beratung geht, ja, dass du hier irgendwie, dass sich hier ein Thema zeigt, wo du nicht recht weiter weißt und du dann einen Expertenrat einholst. Es kann aber eben auch, wie gesagt, ein Gespräch sein, wo sich beiläufig für dich etwas zeigt, wie wir hier schon in den Blockaden gesehen haben. Und was ich hier aber auch sehe für eine ganz bestimmte Gruppe ist, das hängt hier zusammen mit dieser Kurzschlussreaktion, ja, dass du hier noch ein bisschen abwarten sollst, weil du hier noch Informationen bekommst zu dieser Thematik. Und voreiliges Handeln hier in dieser Situation, was auch immer das ist, für dich eben ein Nachteil ist, da kommt dann noch irgendeine Information auf dich zu, ja, also das sehe ich hier schon für eine größere Gruppe, ja, das sich hier zeigt. Also es lohnt sich hier wirklich geduldig zu bleiben. Ich weiß, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, das Wort Geduld ist bei vielen nicht mehr gerne gehört, aber es zeigt sich einfach trotzdem in den Legungen und dann spreche ich es auch aus. Also da geht es aber auch nicht um eine große Zeitspanne, sondern es geht hier eher um Stunden und vielleicht wenige Tage, ja, wo das einfach wichtig ist für dich. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel
Und hier sehe ich, hier geht es um eine drohende Fremdbestimmung, ja, oder vielleicht eben auch irgendeine Verpflichtung, die vielleicht vielversprechend klingt, aber wo du irgendwo ein beklemmendes Gefühl haben könntest, ja. Das heißt jetzt aber auch nicht, das soll hier auch nicht eintreffen. Interessanterweise, diese Karte ist jetzt, glaube ich, auch bei der Wassermannlegung und bei der Zwillinge-Legung hat sich diese Karte bei allen Legungen im letzten Monatsdrittel gezeigt. Also könnte das hier wirklich ein Thema des Luftkollektivs sein, dass hier bestimmte Fremdbestimmungen oder zwischenmenschliche Verstrickungen, egal ob es im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen ist oder eben hier in den zwischenmenschlichen Verbindungen, aufgelöst werden kann gegen Monatsende hin. Ich sehe nämlich hier, dass du Grenzen setzen wirst. Also jemand wird etwas versuchen, aber du wirst es sofort erkennen und hier eine klare Linie fahren. Und das ist auch wirklich spannend, denn ich sehe das auch hier im Umfeld liegen, also dass sich hier irgendetwas anbahnt, das vielleicht auf den ersten Blick vielversprechend ist. Also es kann hier eben auch damit zu tun haben, wo du aber einen sehr guten Überblick hast und ein bestimmtes Übel abwenden kannst. Also gerade hier sehe ich eine Vorbereitungsphase für diese Blockaden, beziehungsweise für diese Blockade, wo es rundlaufen soll. Und die Grenze, die hier gesetzt wird, ja, oder dieses Stopp, das ich einfach ganz klar wahrnehme im letzten Monatsdrittel, das sorgt ja auch dafür, dass in diesem Bereich diese Blockade auf jeden Fall aufgelöst wird. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt noch in den zwischenmenschlichen Bereich. Es ist natürlich durchaus möglich, dass sich die ein oder andere Querverbindung zeigt zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Da lassen wir uns natürlich auch wie immer überraschen. Ja, und wie gesagt, wir schauen hier auf das gesamte Umfeld. So, jetzt hole ich noch die Karten. Also es ist sehr, sehr spannend, was sich hier im Jänner abspielt, meine liebe Waage. Ja. Wir schauen uns den Monat auch in diesem Bereich gedrittelt an und wir starten auch hier im ersten Monatsdrittel. Ja, hier sehe ich, hier verändert sich etwas im Umfeld. Ja, irgendeine Phase ist auch abgeschlossen. Also ich denke, das hängt hier auch zusammen mit diesem Ende, das sich hier in der Außenschau zeigt. Ja, ich schaue jetzt nur noch einmal kurz in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, weil das ja doch sehr spannend ist. Ja, hier haben wir ja auch im Umfeld liegen, dass hier irgendetwas endet, ja, also vielleicht gehst du hier auf Distanz bei einer bestimmten Person oder vielleicht wird auch tatsächlich der Kontakt abgebrochen, also irgendetwas im zwischenmenschlichen Bereich endet hier, das zeigt sich auch hier, also sehr gut möglich, dass das eine Person ist, mit der du privat zu tun hast, wo es vielleicht um eine finanzielle Verstrickung gegangen ist, die hier aufgelöst wird, wo du hier, wie gesagt, auch Unterstützung hast. Und hier sehe ich, kehrt auch die Kraft langsam zurück. Das ist, hier wird der Prozess aber erst gestartet, ja, also das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich sehe eben auch hier, was das Umfeld betrifft, dass dir hier klar wird, was du möchtest, ja, beziehungsweise, dass du hier auch erkennst, was dir fehlt, also, oder was du vielleicht in einer bestimmten Verbindung entweder vermisst, oder dir wird hier ganz klar, wen du vermisst, ja, oder nicht im Sinne, wenn das hier ein neuer Kontakt ist, meine liebe Waage, dann geht es hier darum, dass du hier klar erkennst, was du möchtest. Also egal, ob es um eine Freundschaft geht oder um die Liebe, aber irgendetwas wird hier klar und das ist auch sehr wichtig, denn wenn man weiß, worum es geht oder weiß, was einem fehlt, dann ist es natürlich wesentlich leichter, das auch anzuziehen, wenn man es benennen kann. Da kann es natürlich auch sein,
dass du hier vielleicht auch Gespräche führst, also dass das hier mehrere Verbindungen betrifft, dass man sich hier austauscht, dass man hier bestimmte Themen abklärt, ja, also dass du eben, wie gesagt, irgendetwas vermisst in einer bestehenden Verbindung oder eben, wie gesagt, dass es hier um eine neue Verbindung geht. Ja, das ist aber tendenziell dann noch nicht im ersten Monatsdrittel eher noch nicht der Fall. Ich glaube, das ist hier mehr eine Vorbereitung. Ich tippe hier bei den meisten auf die Monatsmitte. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass sich hier eine neue Begegnung schon im ersten Drittel zeigt. Also ich gehe hier jetzt mehr nach der Mehrheit, ja, was ich hier wahrnehme. Jetzt schauen wir uns mal die Monatsmitte an. Und auch hier sehe ich, hier wird dir klar, also hier ist dir glasklar, was du möchtest. Du beschäftigst dich hier auch damit, wer zählt zum engeren Kreis in deinen Verbindungen. Ja, das ist hier auch irgendein wichtiges Thema. Das ist doch sehr spannend. Das hängt für mich auch hier zusammen mit der Monatsmitte, wo sich diese Flexibilität zeigt und wo etwas hereinkommen soll. Ja, also du beschäftigst dich hier mit deinem Umfeld. Also welche Kontakte sind hier wirklich eng? Welche Kontakte sind wirklich, ja, wie soll ich sagen, echt? Und du fokussierst dich hier auch irgendwie auf das Wesentliche. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann sehe ich hier auch etwas, also hier zeigt sich eine zwischenmenschliche Situation in der Monatsmitte, wo du das Gefühl haben wirst, es gibt hier keine Lösung oder du kannst das irgendwie nicht klären oder irgendeine Schwierigkeit kann ich hier erkennen. Aber wir haben hier auch den Hinweis, und das ist auch interessant, also das hängt für mich hier mit der Phönixkarte zusammen. Also ich sehe hier den Teufelskreis durchbrochen. Also dürfte das irgendeine zwischenmenschliche Thematik sein, die sich sowohl hier als auch hier zeigt. Dir wird hier irgendetwas klar, vornehmlich vielleicht sogar durch eine andere Person. Und du wirst hier ins Handeln kommen und das Ganze hier und diese Situation hier auch sehr, sehr gut auflösen können. Wenn wir hier noch weiter schauen, dann sehe ich, dass sich hier auch etwas verändert. Also ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass es hier auch darum geht, dass du hier einen bestimmten Kontakt hinter dir lässt, ja, also dass du dich hier, dass es hier um einen Kontaktabbruch auch gehen könnte oder dass man sich von jemandem einfach entfernt, ja, das kann auch sein, dass man sich auseinanderlebt, egal ob es um Familie, Freunde oder Partnerschaft geht, wo hier dieses Bewusstwerden dafür sorgt, dass du hier etwas sehr Positives anziehst. Denn ich sehe hier das Glück liegen bezüglich einer bestimmten Person oder durch eine bestimmte Person. Und das ist hier für mich ganz eindeutig in Verbindung zu bringen eben mit dieser Blockade. Dass hier in der Monatsmitte für die meisten, dass sich hier diese Blockade löst. Ja, das kann jetzt natürlich auch sein, dass es hier um eine bestehende Verbindung geht, wo sich hier einiges schwierig entwickelt hat und hier eine große Aussprache stattfindet und man sich dann eben dementsprechend neu kennenlernt. Denn diese Karte kann das hier nämlich auch ausdrücken, dass hier etwas neu gestartet wird und zwar wirklich neu gestartet wird, wo man genau über die Themen spricht, die schon lange für Schwierigkeiten sorgen und dann beide Seiten auch daran arbeiten, ja, und das dann auch umsetzen. Also hier steht das Glück an und hier kommt es eben, als würde sich ein Schalter umlegen, so sehe ich das hier. Kann eben auch sein, dass hier irgendeine Verbindung eben abreißt, ja, also das kann hier jeder sein im Umfeld, und also
nicht jeder. Also eben, das kann ja eben den Freundeskreis betreffen, die Familie etc. oder den Bekanntenkreis. Und für alle die, die hier auf neue Kontakte schauen, ja, da kann sich dann plötzlich diese Tür öffnen. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass hier ein Kontakt abgebrochen werden soll, sondern es geht ja eben auch darum, dass du hier dass du dich hier damit auseinandersetzt, was hier nicht stimmig ist. Das ist entscheidend, ja. Und du wirst dich hier auf irgendeine Art und Weise anders verhalten, ja. Also irgendetwas veränderst du hier in einer bestimmten Situation. Dann schauen wir noch ins letzte Monatsdrittel und hier sehe ich, dass du hier eine Illusion aufdecken wirst. Ja, irgendjemand hat dir etwas vorgemacht und hier wirst du, und das wirst du hier ganz klar durchschauen. Also da geht es auch um den zwischenmenschlichen Bereich und hier liegt auch das Thema Loslassen, das sehe ich hier ganz eindeutig in Verbindung mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Also diese Angelegenheit zeigt sich hier ganz eindeutig. Also du wirst hier erkennen, dass hier irgendetwas nicht stimmt und das hängt hier mit dieser Person zusammen, die wir hier schon gesehen haben. Du wirst das rechtzeitig erkennen, irgendetwas ist hier nicht stimmig, du wirst es auch spüren, ja, und du wirst dann auch die Beweise dafür finden, also die auch vielleicht in Form von Zahlen, Daten, Fakten, und hier sehe ich auch ein Loslassen, ein Hinter dir lassen, also das zieht sich hier schon durch den Jänner durch, also wo du dich auch wirklich befreist, ja, von einigen Altlasten, die du hier vielleicht auch, oder vielleicht, ja, wo du hier einiges mit dir mitgetragen hast über einen längeren Zeitraum und du dann hier auch die Gewissheit hast, ja, also das ist nicht aus dem Bauch heraus, sondern das ist hier, ich habe hier konkrete Beweise, ja, also ich habe hier Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe nicht nur ein Gefühl, sondern ich weiß, was hier los ist. Also diese Gewissheit ist entscheidend, denn all das, was dich hier belastet, kannst du loslassen und das macht dir natürlich Platz für all das, was so gut läuft in deinem Leben. Was bedeutet diese angenehme Phase, ja, die kann hier schon im Ende Jänner, kann die hier schon anbrechen, ja, die hier angekündigt wird. Und ich sehe hier auch noch, dass es hier um eine Situation geht, also das kann hier auch diese Situation sein, es können auch zwei Situationen sein, die sehr ermüdend ist im zwischenmenschlichen Bereich, wo du aber erkennst, du kannst auf etwas zurückgreifen, ja, also entweder auf jemanden, dass dich hier jemand unterstützt, wie eben auch hier zum Monatsanfang, oder dass dir hier jemand etwas sagt, also hier sehe ich auch diese Blockade, die sich hier auflöst. Oder es kann natürlich auch sein, dass du hier auf bestimmte Erfahrungswerte zurückgreifst und diese ermüdende Situation auflösen kannst. Ja, wirklich spannend, meine liebe Waage. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.